Yo Leute und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plants vs. Zombies. Und wir spielen drei Tacos heute Taco. Irgendwas. Ich weiß nicht mehr, wie es weiter heißt. Taco Bandit oder so. Ja. Genau, wir müssen dreimal den Taco von den Pflanzen klauen und das machen wir jetzt einfach. Ohne drüber nachzudenken, würde ich sagen. Ja. Eigentlich ist diese Mixbox, wenn sich der Modus immer ändert, fast schöner. Dieses ständige Gleichspielen, ne? Jo. Oh nein, jetzt kommen wir von hinten, Alter, so ein scheiß Schnapper. Oh mich, ey! Ich steck das immer nicht. Nein! Warum genau ich? Ich hatte doch die Fernbedienung schon in der Hand. Fernbedienung. So Leute, hier war gerade ein kurzer Cut, weil irgendwie hat sich das Spiel minimiert. I don't know what's going on, but it's a problem. What's going on hier, Schwein? Ja, okay. Wir holen uns einfach den Taco, das gefällt mir. Komm Markus, mit deiner Footballkanone räumst du da drüben jetzt noch ein bisschen auf und dann läufst du einfach durch und gewinnst du uns, okay? Ich hab die Taco nicht. Egal, du räumst sonst hier auf und gewinnst für uns. Ich lenk die Gegner ab. Klappt gerade ziemlich gut. Mach jetzt Kills an einer anderen. Ja. Serie. Ja, nur weil ich nachladen musste. Aber ich hab den Arsch, ich hab dir den schön vorgelegt mit 100 Kill, 100 Damage oder so. Oh nein, da drüben ist ein Schnapper hinter unserem Taco-Typen. Hexer. Aber ich bin jetzt tot. Oh, Sechser. So, erster Taco geklaut, ja, erfolgreich, challenged, abilished, hier, bitches. Was schon jetzt? So, jetzt ist der zweite Taco dran. Er ist auch schon hier on the run. Schön. Unser Team hat es auf jeden Fall verstanden, was wir tun müssen. Zwar nehmen wir Flaggen zum Mist, um uns ein bisschen Speed-Upgrade zu holen. So, noch der letzte. Achtung, da drüben hat sich ein Schnapper vergraben, direkt am Taco-Ding. Oh, MG. Komm her. Nein. Nein. Lass ich wiederholen. Ja, nachdem ich den Typen neben dir erschossen habe. Oh nein, das ist Sniperpilz. Wow, deal that damage. Das ist ja mad. Die haben ja den Taco noch. Ich dachte, unsere Leute sind gerade da drüben reingerannt. Nein. Taco und Manaco, Bitches. Oh, jetzt ausgetackert. Ein Taco. Komm schon. Hol dir den Taco. Oh, du bist auch hier, das ist nicht gut. Das heißt so viel wie ein Angriff ist gescheitert. Aber jetzt kommt Speed Upgrade. Ich muss kein Zombie überleben. Speed Upgrade. Ich hole uns ganz viele Flackenträger, damit wir schneller laufen können in den Nähe. Ich kämpfe nicht einmal, okay. Gut. Nicht mal das aber, ne? Sonst machen wir es voll. Nein. Schleim. Kannst du mich hier überleben? Wo liegst du? Ah, rechts zum Oh nein! Nein, kann ich nicht. Musik im Aber ich habe lange die Stellung gehalten. Und der Taco ist noch auf dem Weg zum UFO, das ist gut. Wir müssen die jetzt so unterstützen. Das sieht schlecht aus, glaube ich. Ja. Ja, aber der Taco bleibt da jetzt noch ein bisschen liegen. Wir müssen jetzt einfach reinschaffen und ihn da rausholen. Schau, wir haben ihn wieder. Lauf, immer nur rein. Er wird eingeschleimt. Nein. Er wird gegessen. Ich habe uns Flackenträger geholt.
Der Taco ist da liegen. Ja, ja, los, lauf. I give you cover. Tötet sie. Warum alle. Wirft der beide wieder dahinter? Okay, ich glaube, es kommt keine. Es kommt einfach keine. Tötet sie. Ja, ich habe sie getötet. Oh yeah. Taco, tak, 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 Taco Manaco. Taco, Taco, Taco. Takata. Ja, Leute, ich würde sagen, das war ein Takamanaka-Kanaka-Sieg. Der UFO hat drei Kanakas geklaut. Und wir sind die Cha-Cha-Cha-Zombies. Hallo, yeah. Jetzt wird erstmal Taco gegessen. Jo. Also Leute, ich muss sagen, ich hätte jetzt Bock auf einen Taco und darum würde ich sagen, gehe ich jetzt einfach und hol mir einen und lasst euch alleine irgendwas anderes hier auf YouTube gucken. Vielleicht sieht man sich vor der nächsten Mahlzeit mal wieder. Bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen, meine lieben Gefolgsleute. Ich kann euch diesmal leider kein Glitzerpack geben. Tschüss.